und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute eine neue Limited Edition zusammen und zwar von Alterra. Die nennt sich Floral Glow Limited Edition und Alterra ist die Naturkosmetik-Eigenmarke von Rossmann. Es gibt einige Produkte in der LE, die mich interessiert haben, die ich auch gekauft habe und die wir heute miteinander zusammen testen werden. Beziehungsweise ich teste, ihr schaut zu. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video. Hoffe natürlich auch wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Als erstes einmal, was ist in meinem Gesicht? Ich habe einmal drauf frisch gefärbte Augenbrauen und die sind ein bisschen dunkel geworden, aber das wird noch ein bisschen heller dann. Frisch gefärbte Haare übrigens auch. Nabla Augenbrauen Gel. Das ist das Lift and Fix Brow Gel. Das könnt ihr bei Purish bekommen. Ihr könnt auch immer meinen Rabattcode benutzen. Aktuell gilt, glaube ich, nur der Daisy10 Rabattcode bei Purish. Und sowohl auf die Aktionssachen, sowas wie End of Summer Sale und eben auf meine Favoritenseite. Da sind auch, wie gesagt, alle Produkte, die ich liebe, aufgelistet. Das ist immer in der Infobox verlinkt. Und ich habe ansonsten in meinem Gesicht verschiedenes. Und zwar einmal Color Corrector von Essence aus der Chili Vanilla Limited Edition. Gibt es leider so nicht mehr, aber auf jeden Fall ein bisschen Color Corrector ist auf meinem Gesicht. Und ein Concealer, der ist hier. Das ist der Hypoallergenic Belle Liquid Eye Concealer. Hier steht jetzt keine Farbe drauf. Ich kann keine Farbe entdecken, aber es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert in meinem Gesicht. Ich habe da einfach ein bisschen was in meine Augen aufgegeben, auf die Stirn und ein bisschen in meinem Wangenbereich. Hab das Ganze mit der Harley Quinn rosa Puder, mit dem rosa Setting Powder hier noch gesettet. Auch eine Limited Edition. Ich freue mich übrigens total auf die LEs, die jetzt hoffentlich kommen im Herbst, Winter von Essence und Catrice. Und habe dann einfach noch Bronzer aufgetragen. Und zwar von LH Cosmetics, das ist der Always Bronzer. Ich liebe den, der hat so einen leicht gelben Unterton und deswegen passt der halt super zu mir und macht so einen ganz natürlichen Schatten und Wärme irgendwie gleichzeitig. Also er ist halt kühler, aber nicht zu kühl, es ist kein Contouring Puder, für mich persönlich jedenfalls nicht mit meinem Hautton. Er schenkt Wärme, aber er ist nicht orange oder so und passt halt wie gesagt perfekt zu meinem Hautton. Wir haben aber in der Limited Edition zwei Creme-Produkte. Und zwar einmal einen Rouge-Stick mit Bio-Jojoba-Öl und einen Highlighter-Stick mit Bio-Jojoba-Öl. Und die möchte ich gerne ausprobieren. Bei Alterra ist es so, dass die zum Teil mal richtig krasse LE-Paletten rausgebracht haben. Diese 9er-Paletten, vielleicht erinnert ihr euch, ich fand die so gut. Und heute schauen wir uns auch eine Lidschattenpalette an. Aber ich mag auch Produkte von Alterra für die Base. Zum Beispiel das Alterra Puder ist ja mit mein Lieblingspuder. Überhaupt Farbauswahl Katastrophe, aber es ist richtig toll. Und zwar das zum Aufklappen mit dem Spiegel im Deckel. Und jetzt möchte ich gerne einmal erstmal den Blusher aufgeben und dann den Highlighter darüber. Ich swatche euch beides einmal auf meine Hand. Also ihr seht, Pinky ist auf jeden Fall am Start. Beim Highlighter war ich mir unsicher, aber ich glaube, der könnte sehr gut passen zu meinem Hautton. Müsst ihr natürlich schauen, wie das dann auf eurer Haut wie es auf eurer Haut aussieht. Es gibt nur diese beiden Farben, also sowohl ein Highlighter als auch nur einen Blusher. Und ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich das so ausblende. Ich blende beides mal so ein bisschen aus. Der Blush. Highlighter. Also es fühlt sich schön cremig an, nicht sehr schmierig, ölig oder so. Man merkt aber deutlich, dass da eben Produkt ist, wo ich auch was aufgegeben habe. Ich mag das ja gerne, wenn sich diese Art von Produkten dann am Ende von alleine auch setzen und ich jetzt nicht extra noch ein Puder drüber geben müsste. Bei öliger Haut bietet sich das natürlich immer an, vielleicht nochmal mit so einem transparenten Puder drüber zu gehen oder mit einem Puderblush, um das Ganze so zu setten. Ich persönlich mit meiner trockenen Haut brauche das nicht. Ich starte als erstes mit dem Blusher und benutze einen Pinsel hier. Gehe dann dort hinein und nehme Produkt ab. Natürlich könnt ihr das Ganze auch direkt in euer Gesicht aufgeben, wenn ihr das möchtet. Mir gefällt das von der Applikationsvariante so immer ganz gut. Ich habe immer das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr Kontrolle, sowohl über die Pigmentierung als auch, ja, wie sich das Ganze dann platziert, also an welcher Stelle. Und ich habe das Gefühl auch, dass die Übergänge dann für mich einfacher
leichter und weicher zu kreieren sind. Ich glaube, ihr könnt es nicht hören. Das Mikrofon fängt das nicht ein. Es hält ja auch immer noch ein bisschen. Leider bekomme ich den Ton auch bei meinen Videos immer nicht so gut hin, wie ich das gerne hätte, weil obwohl der Raum hier halt überhaupt nicht groß ist, ist der Teil, wo hier die Kamera steht, halt so leer mit dem Mikrofon, dass es trotzdem halt. Also obwohl der Raum echt nicht groß ist. Draußen stürmt es richtig. Also so ein richtiger Herbststurm, so mit ganz, ganz, ganz viel Wind und rauschenden Wolken, dunklem Himmel. Blättern, die vorbeirauschen. Ich liebe es ja persönlich sehr. Ich blende das dann nochmal mit meinem Schwämmchen aus, weil ich dann einfach so ein bisschen diese weicheren Ränder mehr mag, auch so hier zu meinem Auge hin, dass da nicht so eine Kante entsteht so unter dem Auge. Und ich trage das jetzt auch auf meiner komplett gesetteten Base auf. Also ich habe ja eben gerade gezeigt, dass ich auch schon Puder benutzt habe. Ich benutze zwar nicht viel Puder in meinem Gesicht, eben weil ich trockene Haut habe. Aber so ein bisschen eben schon. Und Cremeprodukte in meinem Gesicht müssen einfach auf Puder funktionieren für meine persönlichen Ansprüche. Und das scheint hier auf jeden Fall der Fall zu sein. Schaut mal, wie hübsch natürlich das aussieht. Gefällt mir sehr gut. Und kann man auf jeden Fall auch aufbauen und ausblenden. So ein richtig schönes, natürliches Ergebnis. Und wenn ich jetzt schon drüber gehe, spüre ich den Blush auch schon gar nicht mehr. Auch so in meinem Gesicht. Ich merke nicht irgendeine Art von Beschwerung oder so. Es ist super schön, total angenehm. Und es, mal schauen, riecht jetzt auch nach gar nichts. Also ihr seid ja sehr, sehr glücklich damit, dass ich euch jetzt immer auch eine Duftbeschreibung mitgebe und riecht nach nichts. Und deswegen finde ich es sehr super. Vom Ergebnis, vom Geruch, von der Applikation her, vom wie einfach man damit arbeiten kann, sehr gut. Und jetzt würde ich einfach nochmal den Highlighter drüber geben. Aber nicht nur hier, sondern eben auch auf meinem Gesicht. Auch wenn ich hier schon so ein bisschen leuchte von meinem Bronzer. Ja, überall da, wo ich Highlighter aufgeben würde. Dafür nehme ich jetzt einfach den Highlighter-Pinsel. Und mach dann einfach das nochmal. Das Einzige, hört ihr, wie das klappert? Die Packung fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an, aber es ist halt auch einfach nicht so teuer. Das muss man natürlich auch bedenken. Okay. Ich mag es halt, Naturkosmetik auch ab und zu, also Drogerie, Naturkosmetik, ganz wichtig. Ab und zu eine Chance zu geben. Auch hier funktionieren viele Produkte und haben viele Produkte in der Vergangenheit für mich nicht so gut funktioniert, was okay ist. Ich habe andere Produkte dann, die ich lieber mag. Aber ab und zu, wenn ich dann so eine LE sehe mit Produkten, wo ich so denke, ja, das sind Sachen, die ich gerne mag. Jetzt schaue ich mir mal an, wie die Formulierung der Marke ist, wie das alles so funktioniert. Und das hier, super schön. Super, super schön. Lässt sich auch toll mit dem Pinsel auftragen. Ich habe jetzt keine komischen Streifen oder so. Ich gucke nochmal nach. Da ist kein Glitzer drin. Also ich sehe kein Glitzer, keine Glitzerpartikel. Es hat einfach so ein leicht metallisches Glänzen. Aber jetzt nicht so dieses, als hätte man das Gefühl, man hat sich eben so einen metallischen Lidschatten da so hingepackt. Sondern es lässt sich schön ausblenden. Also die Kanten sind jetzt auch ganz, ganz weich. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, wie gut das einfach in meinem Gesicht sich hat ausblenden lassen. Also ich bin sehr zufrieden damit. Es gefällt mir extrem gut. Die Farbe gefällt mir auch. Es geht definitiv so ein bisschen ins Güldene, hat aber eher einen kühleren Unterton. Und dadurch, dass diese zwei Nuancen, diese zwei Untertöne irgendwie so miteinander harmonieren innerhalb dieses Produktes hier, kann ich mir das sehr gut für sehr viele Hauttöne und Hautuntertöne vorstellen. Je nachdem, wie hell oder dunkel eure Haut ist, könnte das natürlich dann auch sehr intensiv wirken. Also gerade auf sehr dunkle Haut kann ich mir vorstellen, dass es hier wahrscheinlich dann sehr, sehr extrem strahlt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das wirklich auch auf dunkler Haut wunderschön harmoniert. Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Farbe. Das geht einfach irgendwie immer. Ganz, ganz interessant. Wundervolles Ergebnis. Und auch hier
setzt sich alleine. Ey, ganz ehrlich, mehr möchte ich doch gar nicht von Cremeprodukten. Viele Leute mögen es nicht, mit Creme oder Liquid-Produkten zu arbeiten, weil sie es als komplizierter empfinden. Aber man muss sich einfach nur einmal daran gewöhnen, finde ich. Und für mich ist es jetzt nicht anstrengender, als jetzt einen Puderblusher zu benutzen. Und man müsste jetzt nicht nochmal mit dem Schwämmchen drüber gehen, aber ich mache es halt, weil ich es schöner finde. Und meistens haben wir ja sowieso auch schon irgendwie eins rumliegen, wenn wir den Rest von unserem Make-up gemacht haben. Oder? Also, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr zufrieden. Und wir machen weiter mit der Lidschattenpalette. Die hat, wie viele Farben hast du? 8 Stück. Es sind so kleine Fündchen. Mag ich nicht so gerne. Also ich mag ja diese großen, runden und so 9er-Paletten und sowas. Aber es ist okay. Wir können hier auf jeden Fall schöne, herbstliche Looks schminken. Wir haben eben dieses Kupfer und ein Braun und ein Champagner, so ein Setting-Ton. Wir haben was zum Abdunkeln. Wir haben ein schönes Lila. Wir haben ein Hellblau und eben ein Grün, passend zum Herbst. Also das finde ich sehr schön. Ich finde, es wird auch dem Namen gerecht. Und ich überlege jetzt, was ich für heute machen könnte. Ich glaube, dass ich erstmal diesen Ton hier, dieses warme Braun, über mein ganzes Lid ausblenden werde. Dann werde ich den lila Schimmer in die Mitte setzen, das blaue nach vorne, werde es in der Mitte miteinander verblenden und dann mit dem dunkelbraun das Ganze außen abschließen und auch an meinem unteren Wimpernkranz aufgeben. Das ist jetzt erstmal so der Plan fürs Augen-Make-up und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert, wie leicht sich das ausblenden lässt, wie gut das pigmentiert ist, ob es irgendwie krümelt oder nicht und ja. Ich bin ganz gespannt, was Alterra dieses Mal so kann und ob diese Palette auch mehr bietet, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag. Der Look ist definitiv nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich finde aber, er passt jetzt halt perfekt zu mir und meinem Outfit heute, oder? Richtig schön. Man muss dazu sagen, dass ich denke, dass dieser Look gerettet wurde durch diesen Blauton, der sich als ein Silberton entpuppt hat. Ich finde den so unfassbar schön und der macht für mich jetzt so den ganzen Look aus. Der dunkelbraune Ton war leider überhaupt nicht so dunkel wie hier im Fännchen. Ich konnte damit nicht so gut arbeiten. Der warme Ton, mit dem ich angefangen habe, hingegen war wundervoll. Richtig schön, hat sich toll ausblenden lassen. Das lila Metallic war auch ganz hübsch, funktioniert meiner Meinung nach aber mit keinem anderen Ton dann. Also man müsste den halt so aufgeben. Ansonsten blendet er sich aber weg, wenn man ihn kombiniert, während dieses wunderschöne Blau jetzt echt alles gerettet hat. Also so toll. Und ich finde, an diesem Augen-Make-up sieht man jetzt einfach mit diesem Silberflieder, was halt daraus entstanden ist, dass ich das halt mit dem Lila unten drunter gemixt habe, in Kombination mit dem Blendeton und das, was daraus geworden ist, mit diesem dunklen und dem hellen Braun, das eben warm mit kühl kombiniert wunderschön aussehen kann, weil oft ist ja so, ich schminke ein warmes Augen-Make-up, ich schminke ein kühles Augen-Make-up, aber eben auch Kontraste zueinander, gerade durch den Kontrast, eben so eine besondere Schönheit in sich tragen. Und deswegen bin ich froh, dass das jetzt rausgekommen ist. Ich finde das Augen-Make-up toll, aber ich würde es definitiv so nicht nochmal machen. Und ich glaube, ich werde diese Palette jetzt nicht nur aufgrund des Silbertons behalten. Ich mag Silber als Lidschatten nämlich sehr gerne und habe da noch einiges anderes in meiner Sammlung. Ich lasse es so, ich bin zufrieden damit, aber eine Empfehlung ist diese Palette für mich nicht, während ich die Base-Produkte halt grandios finde. Also jetzt auch weiterhin auf meinem Gesicht, das hat sich jetzt wirklich komplett von alleine gesettet. Worauf ich jetzt noch total gespannt bin, ist die Mascara, die enthalten ist. Das ist eben die Floral Glow Mascara, auch mit Bio-Jojoba-Öl. Hier steht, die Alterra Floral Glow Mascara mit Bio-Jojoba-Öl kreiert einen voluminösen Augenaufschlag. Mit nur wenigen Bürstenstrichen kann schnell ein optimales Ergebnis erzielt werden für einen natürlichen Look. Wir behalten also im Hinterkopf, es soll jetzt hier nicht die krassesten Wimpern zaubern, die die Welt je gesehen hat. Dabei scheint auf jeden Fall das Bürstchen für mich persönlich sehr vielversprechend zu sein. Es ist nämlich so ein Silikonbürstchen und die funktionieren ja für meine Wimpern echt immer am besten. Ich halte jetzt einmal meine Wimpernzange auf. Das ist die von StylePro. Die könnt ihr auch auf meiner Favoritenseite bei Purish finden. Und ohne die möchte ich einfach nicht mehr. Meine Wimpern, falls ihr neu seid und das noch nicht gehört haben solltet, wachsen von Natur aus nämlich so nach unten und dann noch nach innen. Das heißt, Mascara ist bei mir sowieso ein ganz schwieriges Thema schon immer gewesen. Und mit dieser Wimpernzange bleiben eben meine Wimpern sehr gut nach oben und seitdem funktioniert sogar Mascara für mich, die vorher für mich nicht funktioniert hat. Natürlich immer noch nicht alle, weil sobald eine Mascara zu beschwerend ist, wehren meine Wimpern sich trotz Wimpernzange dann dagegen.
Aber ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Viele von euch haben sie nachgekauft, sind auch begeistert. Ich freue mich da immer, wenn ihr da so ein Vertrauen in mich habt. Und ja, schreibt mir doch gerne, falls ihr sie gekauft habt. Ich finde die toll und werde mir damit einmal jetzt meine Wimpern biegen und anschließend die Wimpern tuschen. Und ich schaue mal, was jetzt mit natürlichem Look gemeint ist. Also ich mag es tatsächlich sehr gerne, wenn jede einzelne Wimper betont ist bei so einem Silikonbürstchen, wenn der Schwung gut gehalten wird, wenn sie nicht allzu nass ist. Und wenn ich so das Gefühl habe, das macht noch so ein bisschen Volumen und Länge. Die Mascara verspricht einen natürlichen Look. Die Mascara macht einen natürlichen Look. Ich fand sie leider etwas beschwerend. Also ich musste mehr als sonst mich anstrengen, danach meine Wimpern trotz Wimpern biegen mit Hitze, so nach oben zu drücken. Ich mache das immer, aber ich musste mich noch ein bisschen mehr anstrengen, das länger halten, damit es wirklich auch so bleibt. Weil ich habe gemerkt, sobald ich getuscht habe, sind die einfach runtergefallen. Und das ist das, was ich meine. Manche Mascaras sind einfach schwerer von der Textur her. Diese hier würde ich als schwerer bezeichnen. Also falls ihr einen natürlichen Look wollt, ihr euch nicht so viele Gedanken über Mascara generell machen müsst, vielleicht nicht mal eine Wimpernzange benutzen müsst, dann go for it. Eine schöne Mascara, schwarze Mascara, trennt die Wimpern ganz gut in der zweiten Schicht. Ich mache zwei Schichten immer. Hatte ich das Gefühl, sie wird so ein bisschen klumpiger. Da muss ich dann noch so ein bisschen durchbürsten, so ein bisschen zickzack, damit es wieder auseinander geht. Ist mir jetzt persönlich zu wenig. Ich würde jetzt einfach nochmal eine Schicht von meiner Mascara drauf machen, aber definitiv ein schönes, natürliches Ergebnis. Ich bin gespannt, was ihr jetzt vom Look haltet. Auf meinen Lippen trage ich übrigens nur so eins von den Juicy Bomb Lip Oils von Essence. Welche Farbe bist du denn? Die Farbe 03. Und sonst einfach nichts. Ich dachte, das passt heute eigentlich ganz gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Look. Wie gesagt, die Mascara ist mir ein bisschen wenig. Wahrscheinlich mache ich jetzt gleich noch ein bisschen Glitzer auf die Augen für alle weiteren Videos. Aber ja, ich bin gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!